Das ist Rüdiger Tromboschke aus der Forststraße 81 in Pankow. Er möchte nicht erkannt werden. Tromboschke betreibt mehrere Testcenter in Berlin und steht jetzt vor den Trümmern seiner Existenz. Das war ein richtig gutes Geschäft. Einfach Stäbchen in die Nase und abkassieren. Egal, ob wir getestet haben oder nicht, der Staat zahlt. Das war die beste Corona-Hilfe überhaupt. Doch die goldenen Zeiten sind für Rüdiger Tromboschke vorbei. Plötzlich Razzien in Teststationen. Keine Testpflicht mehr zum Shoppen. Das lässt sein Geschäft einbrechen. Mein Apotheker verdient sich immer noch eine goldene Nase und Amazon auch. Aber bei uns Teststationen wird jetzt geschaut, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist total ungerecht. Der Fall Rüdiger Tromboschke aus der Forststraße 81 in Pankow, der nicht erkannt werden möchte, zeigt, Kontrollen und Öffnungen zerstören Erwerbsbiografien und entziehen Kriminellen ihre Lebensgrundlage. Ein Schicksal, das verstört.